Das Beste, das der Bremer Amateurfußball zu bieten hat. Bremer SV gegen den FC Oberneuland und das noch als K.O.-Spiel im Viertelfinale des Bremer Pokals. Spannender geht es kaum und er hier möchte besonders gern gewinnen. Jonas Horsch, der Torwart der Oberneuländer, 2 Spiele am Panzenberg in Walle gemacht, 2-mal verloren. Wir starten rein in diese Partie. Der Bremer SV in Blau von links nach rechts, der FCO in Rot von rechts nach links. Das ist Alexander Arnold, der Kapitän, der Gastgeber. Mit dem ersten Versuch in Richtung Tor, der hat schon gegen Bayern München im Weserstadion seine Mannschaft als Kapitän auf den Platz geführt. Kerem Sahan mit dem Einwurf. Über Umwege in die Beine von Sebastian Knietsch. Der Ball geht zurück zu Kerem Sahan. Und dann ist es Alessio Arambasic mit dem Fehlpass zum Bremer SV. Schnelle Flanke von Alexander Arnold und Lamine Diop vorbei an Jonas Horsch und rein ins Tor. 1:0 Bremer SV in der 23. Minute. Lamine Diop, der Dreifach-Torschütze vom letzten Spieltag der Bremenliga, 3 Dinger gemacht gegen den SC Borgfeld. Die Entstehung des Treffers, Vorlage Alexander Arnold, Lamine Diop vorbei an 3 FCO-Spielern inklusive Torwart Jonas Horsch. Die Gegenantwort des FC Oberneuland 20 Minuten später, Ono Usun mit einem perfekten Pass auf Ebrima Jobe, Ausgleich! Ebrima Jobe zuletzt getroffen am 6. März gegen St. Pauli zum 1:1 Endstand. Auch hier haben wir natürlich wieder eine Slow-Mo parat. Ugo Nobile und Jan-Luca Warm laufen nur hinterher bei Ebrima Jobe und dann ist es der Ausgleich. Das ist auch der Pausenstand und dann gab es ein bisschen Pausenunterhaltung vom Fußball-Freestyler Kevin Kück und eine spezielle Botschaft der Bremer SV-Fans. Auftakt, zweite Hälfte. Flanke Sebastian Kukovic auf den Kopf von Mamadou Diop. Ah, der kriegt nicht richtig Drall drauf. Der übrigens später ausgewechselt für Ali Watzne. 71. Spielminute. Foul an Kukovic von Kerem Sahan. Und dann ist es dieser Freistoß, der richtig gefährlich wird und zum 2:1 führt. Sebastian Kukovic hat's gemacht. Jonas Horsch, bedrängt von Fritz Kleiner, kann ihn deswegen nur wegfausten und dann kommt er zu Sebastian Kukovic, der ihn reinhaut. Apropos wegfausten, das ist Malte Seemann, der Torwart des Bremer SV, der Amiro Amadou unglücklich am Kopf trifft. Das ist natürlich kein Elfmeter, aber die Oberneuländer fordern zu Recht, dass das Spiel unterbrochen wird. Das ist dem Bremer SV egal, die kontern eiskalt. Diop auf Alexander Arnold. Kukovic steht rechts völlig frei und trifft zum 3:1. Doppelschlag von Sebastian Kukovic in nicht einmal 3 Minuten. Das sind 180 Sekunden. Die Tatsache außen vor gelassen, dass Amiro Amadou immer noch am Boden liegt, ist das ein brillant ausgespielter Konter des Bremer SV. Alexander Arnold genau im richtigen Moment abgespielt auf Sebastian Kukovic und der genau im richtigen Moment abgezogen. Wenn jetzt noch was geht soll für den FCO, dann 9 Minuten vor Schluss mit Edison Masreku. Aber der trifft den Pfosten. Masreku gekommen für den gerade eben angesprochenen Amiro Amadou. Das war dann aber auch der Schlusspunkt in diesem Viertelfinale. Der Bremer SV gewinnt am Panzenberg mit 3:1 gegen den FC Oberneuland und zieht ins Halbfinale des Bremer Pokals ein. Ganz ehrlich, vor dem Gegentor muss der Schiri abpfeifen, egal ob es ein Foul ist oder nicht. Ich sage nicht, dass es ein Elfmeter ist, aber ich muss einen Spieler auswechseln dann mit Gehirnerschütterung. Der liegt da 3, 4, 5 Minuten. Ist für mich eine Kopfverletzung. Da unterbreche ich als Schiedsrichter. Da muss ich als Linienrichter anzeigen, dass da einer liegt und lass nicht noch den Konter ausspielen, bis der Ball dann drin ist, um mich dann um den Spieler zu kümmern. Das ist das, was mich ärgert. Das ärgert mich wirklich. Ich mache es nicht am Schiri fest, 0, also wirklich 0. Aber das muss ich unterbrechen, das Ding. Tut mir leid. Also die Jungs haben heute richtig gebrannt. Da hat man gemerkt, es ist ein anderes Spiel, als wenn du Bremenliga hast. Und ich fand, wir haben die ersten 30 Minuten echt gut gespielt. Wir standen gut, kaum was zugelassen, immer wieder gute Möglichkeiten gehabt. Dann auch folgerichtig das 1:0 gemacht. Dann haben wir 10 Minuten ein bisschen nachgelassen, standen ein bisschen tiefer. Das, was wir eigentlich nicht machen wollten aus der Situation.
haben wir dann das Gegentor gekriegt, auch wenn es eine Kontersituation war, aber es war eine Situation, weil wir nicht mehr richtig Druck drauf gekriegt haben, kein Pressing mehr drauf hatten und dann kriegst du das Gegentor, aber wir sind dann richtig aus der Halbzeit gekommen und haben halt dann ja, eine bessere zweite Halbzeit noch gespielt. Oberneuland hatten nichts Zwingendes mehr gehabt und ich finde, wir haben dann ja, verdient gewonnen. Nächste Aufgabe für den BSV, der SV Hemeling in der Bremenliga und der FCO empfängt zu Hause Altona 93.